Also keine Zeit, nee. Ja, fahr mal noch. Ich habe immer noch keine Zeit von dir, aber dein... Mein anderes Ding hat eine Zeit. Geändert. Mein, relativ Ding von diesem Substat hat eine Zeit. Also jetzt habe ich mal den Hektar zerstört. Ja, dein relativ Ding hat bei mir auch eine Zeit. Ui, leck. Vorhin gesehen, hat geleckt. Da hat der IQ 14,1% verbraucht vom CPU. Ausgemacht. Obwohl es gar nicht im Vordergrund war. Das scheiß IQ von Corsair ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Was ist denn das? Eine Tastatur oder was? Oder Maus? Maus, ja. Und quasi Headset. Je nachdem, wenn ich es so aufhabe oder nicht. IQ. EQ, IQ. Natürlich, nee, unsere Fahrerzeiten fast gleich. Den Wagen finde ich top. Ist es, ja, ich bin ist, gestern ist. Auch kurz gefahren. Mhm. Spaß. Habe ich ja gesagt, das war mein zweitbester Wagen nach dem Metro. Platz 2 aktuell. Genau, wie bei mir auch. Nach dem BMW, ne? Ja. Wobei ich würde nicht mal sagen, dass er schlechter ist als der BMW, sondern beim BMW komme ich mit der Schaltgeschwindigkeit besser klar. Die kann ich hier leider nicht einstellen. Die ist ein bisschen hoch. Der BMW ist halt noch ein bisschen stärker. Aber sonst ist... Und halt auch mehr Downforce, stabiler fährt er sich. Aber das kann man beim Ferrari auch anpassen. Ich meine, ist ja nicht schlimm, ich sehe es im anderen Ding. Gegen was fährst du aktuell? Meinst du? Welches Fahrzeug? Jo. Die Ferrari, die 88. Ah, bist du auch unterwegs, okay. Boah, so. Alter, 35,8. Krass. So, ich dachte, du weißt das. Weil du gerade gesagt hast, die Zeiten Ferrari und ich sind gleich. Ist da nicht Technik gemeint? Warte, ich mich hat. Ich hatte gerade den Satz gehört, ich Techni und ich fahre die gleichen Ferrari. Seine Zeit ist ein Hundertstel schneller als meine ungefähr. Mhm. Noch. Aber ich sag dir Techni, der Jens hat sich gut gemacht. Finde ich toll. Progress ist da, ich habe ihn schon gelobt. Und ein, zwei Tage noch, dann sehe ich alt aus. Musst du dir Sorgen machen, Technik. Nee. Also ich sehe gegen jeden irgendwann alt aus, weil ich bin da nicht so im Progress. Ich komme da irgendwann nicht weiter. Bei der Boxenausfahrt erst mal 3000 fast weg. Ja. Ich bleib da irgendwann leider stehen, aber euer Progress dann wie das Verrückte hier. Schweinerei. Du bist doch ein bisschen freakiger als ich unterwegs. Ja, ich bin halt aber leider... Also ich wäre halt noch schlimmer, wenn es mir einigermaßen gut gehen würde. Aber die letzten zwei Wochen waren, was das angeht, echt heftig. Das glaube ich dir. Dass ich da künstlich mich zusammenreißen muss, dass ich nicht durchdrehe, was gewisse Sachen angeht, wegen Tabletten, wegen allem und so, ist sehr, sehr schwer. Ja, ist ja normal, dass wenn man so solche Wehwehchen hat, dass man nicht volle Leistung bringen kann. Dann hat es mich auch noch genervt, dass es halt noch mehr dazu kommt, wegen diesem scheiß Lungending. Ich versuche auch anders zu atmen, dass ich ja nicht viel huste oder nicht mehr so mache oder so. Tut aber auch gut, dass ich nicht so viel huste in meinen Rippen, weil die sind auch schon komisch. So, ich pop mich jetzt zurück, okay. Ja, dieses Räuspern hat, als ich früher jünger war, mich immer richtig wütend gemacht. Die Zeiten, wo man noch sehr unsicher war, da wusste man immer nicht, stört ihn jetzt irgendwas? Heutzutage ist das jetzt nicht mehr so ein Thema, aber früher habe ich das gehasst. Ja, das ist aber nicht einmal damit zu tun, sondern nur vom Hals her. Was ist das? Heute höre ich sowas nicht mehr.
Kiss my rank. Wow, ey, was so ein Flügel vorne ausmacht. Mann. Jetzt erstmal einen Tank ohne Flügel und teilweise mit kaputten Heckspoiler da gefahren bist. Jetzt reagiert das Ding viel schneller. Ja. Minimales amount of money in thousands a driver must have to stay on the server. Eins ist 1000. Mhm. Drivers with more than 12,000 of debt will be kicked. Please check start money in order to make sure. Okay. Set this on if you wish to use points instead of money. No money, no party. Race minimum players 2. Race ist egal. Lap time challenge base price. Lap time challenge base price 1000. 0,1 the reward. 2 level. Jetzt 20. Aber klar. Damage cost environment hier. 3000. Drivers will be charged 3000 if the collide with the environment at relative base speed. Please, the damage goes with the square of the velocity. Okay, also 3000 ist glaube ich das höchste. Je nachdem, wie schwer das Ganze ist. Mit dem Environment. Ich glaube, dass da Tausende da mal oder mal schlimm wäre. Between Cars ist auch 3000, das kann man ja lassen. Kann man 30 mal crashen, oder? Okay. Damage, das kann man lassen. Laptime Challenge Base Price. Laptime Challenge Base Price 1000. 0,01 ist 10. Reward in Base Level 2. Set 0 to save a Laptime Challenge. Space average price lifetime challenge average price all time 3 damage cost. Was, ich kam nicht an meiner Zeit mit kaputten Auto ran. Damage cost und wieder fahr. Das war mal echt eine Kurve. Wenn du aus der schlecht rauskommst, machst du direkt minus. So krass. JLP Money Kill Switch. If you set to 1, just like Captain Jean-Luc Picard, you do not want to use the money point system at all. Ja, habe ich auch nicht verstanden, was sie damit ausdrücken wollen. Beispiel: Leaks, private server and all people that are only interested in Kiss My Rank race, control and track features. Ah, okay. If you change this, you have to reset the database. For example, perform a fresh install of the plugin.
Qualified Top 3 Base Price. Einmal auf den Rasen kommen, kostet so viel Zeit. Das kann ich immer so lassen. Also maximal 50 zahlst du, wenn du an beiden Fairnessen bist. Kilometer, wenn du dich in die Box portest. Aber ich habe es dir Verdienst ein bisschen höher gemacht, dann können wir das lassen. Also mal schauen. Also ein Weimar kostet auch noch eine Menge, aber man verdient auch ein bisschen mehr. Challenges 1. Okay, für Rennen habe ich jetzt nichts gemacht. Ich habe jetzt nur Ding gemacht fürs Teil, fürs für Qualifying halt. Bist bei dem. Ich kann ja gar keine einzelnen Gänge hier konfigurieren. Bei dem Wagen. Ja. Das ist ja gemein. Ist das, was ich eben meinte? Habe ich nicht gehört. Ich meinte, dass der BMW sich besser einstellen lässt, weil man da noch mit den Gängen spielen kann. Und der hier schaltet mir ein bisschen zu langsam hoch. Ja, der fünfte ist sehr träge, ne? Ja, und also teilweise fahre ich hier Kurveneingang niedriger als mit zum Beispiel dem BMW. Ich hätte es gerne so ein bisschen an den BMW angepasst. Ja, ich bin bald pleite. Ja, ist sehr gut. Dann können wir mal gucken, was dann passiert, wenn gekickt wird. Ich habe das jetzt angepasst. Ja, mal gucken. Also man kann sich, wenn man seine eigene Zeit verbessert, kann man gut Geld scheffeln. Man kann aber auch gut Geld verlieren, wenn man richtig gegen die Wand donnert. Musst du halt mindestens einmal deine Zeit schlagen, damit du das weg hast. Mal gucken. Also, dass es sich ein bisschen so die Waage hält, dass man auch ein bisschen was riskieren kann. Ich weiß nicht genau, von den Zahlen gucken wir mal. Wenn man mehrere auf dem Server sind, werden immer die ersten drei belohnt. Mehr als sonst. Ich habe jetzt erst auf drei Okay. gesetzt. Wenn mindestens drei im Server sind, kriegen die auch Geld. Gruppenbonus. Ja, Ja. jetzt 20 Meiler Box gegen die Wand gefahren, so So wie langsam. in Diablo quasi. Du kriegst halt, genau, stimmt. Du kriegst halt mehr Geld, wenn du dann mit mehr Leuten spielst. Habe ich erstmal auf drei gesetzt, weil, ja, drei, glaube ich, ist okay, ist realistisch erstmal. Wenn zwei da sind, ist es ja. Ist ja egal. So, Ich muss okay. gleich nochmal Fenster aufmachen. Das ist hier gerade Schweißbude. Ja? Furchtbar. Hier auch. Weil kam eben gefühlt nur Feuchtigkeit rein, als es geregnet hat. Okay. Obwohl ich hier keine hohen Temperaturen habe, bin ich durchgeschwitzt. Jetzt schon. Ich auch, ja. Also ist brutal bei Und mir. ich hab Marathon-T-Shirt an, das den Schweiß noch extra so ein bisschen abtransportiert. Im Marathon-T-Shirt. Racing-Outfit sitzt er Na da. klar. Na klar.
Ist hier Tour de France, macht er mit. Hier. Von Hannover Marathon 2014. Okay. So, bei Gelegenheit müsste ich halt dann nur neu starten den Server und dann sind die neuen Regeln. Dann glaube ich, gehst du nicht direkt pleite, Jens. Wirst schon sehen, das kriege ich hin. Ja, klar kriegst du, wenn du dauernd von einer Wand zur nächsten, dann ja, du verlierst trotzdem noch eine Menge Geld. Aber halt nicht mehr so krass jetzt. Du verlierst halt jetzt ein Drittel weniger. Ist trotzdem noch eine Menge. Du kannst halt, du konntest vorher maximal 3000, jetzt kannst du maximal 1000 verlieren. Unabhängig, also abhängig davon, wie schnell du fährst. Zurückporten habe ich gleich gelassen, maximal 55. Da können wir noch schauen, ob wir noch was ändern. Wenn man zu dritt im Service verdient man halt mehr, weil die Top 3 kriegen halt noch Bonus. Ja. Ansonsten habe ich erstmal so gelassen, nicht zu viel eingestellt. Nur das, was ich verstanden habe, zumindest. So. Ach so, ich wollte schauen, wie ich mit der Corvette performt habe im Vergleich zu dem anderen. Was habe ich denn da gemacht überhaupt? Oh. Lol. Okay. BMW 135676, Corvette 135855. Schon ziemlich nah rangekommen im BMW. Hätte ich nicht gedacht. Xentra in 1,34 hat er. Am Lexus. Krass. Das ist stark. Mal kurz Mute wegen Hust. Bin hier aber noch mal raus. Also diese Umstellung von den DRM-Wagen wieder auf diese ist echt krass. Einfach, oder? Mhm. Die sind ja sowas von anders. Total krass. Das wird jetzt heftig hier wieder. Ja, bitte. Gents, let's go, rein da. Also die Bestrafung, wenn man jemand reinrennt, habe ich gelassen, ne? Also Gents, nicht mehr reinrennen. Die ist maximal noch 3000 oder so. Du rennst immer nämlich rein hier. Wärst dich mal hier. Achso, habe ich dich verstanden. Technisch, dass du raus bist, oder? Ja. Okay. Achso, ganz raus. Ich habe gedacht, nee, auch nur kurz. Ich will einmal kurz, bevor ich ins Bett gehe, nochmal die DRM-Wagen fahren. Achso. So, und wir könnten, wenn du möchtest, Jens, neu starten, den Server, damit wir die Kosten anders haben. Ich habe jetzt das nicht gemacht, weil ihr jetzt noch zu zweit drauf wart. Ja, wir können, wenn du willst, auch mit Technik nochmal DRM fahren. Kann ich das auch mal ausprobieren? Können wir nicht, wir haben den Content nicht. Ja, das Paid-Content. Haben wir nicht. Ja. Habe ich neigepaid. Ah. Aber lohnt sich. Weil ich weiß nicht, dass das für dich ist. Du würdest wahrscheinlich fluchen. Weil es echt anderes Fahren ist als jetzt mit den GT-Wagen. Und ich kenne nicht mal den Unterschied. Ist einfacher, also da ist das Fahren ist schwerer als der verfluchte schon den Porsche oder diesen GTE, weil er da kein ABS hat.
Das ist halt dann noch schlimmer. Aber trotzdem cool. Ich lasse mal diesen Abstand hier. Wenn der Turbo einsetzt, dann gehen dir so die Reifen hinweg. Das mit Turbo habe ich aber vorhin jetzt auch gemerkt, ne? Ich konnte in manchen Kurven früh Gas geben, Vollgas, weil kein Turbo da war, aber wenn der Turbo da war und ich Gas gegeben habe, dann bin ich weggerutscht. Da musste man echt aufpassen. Ah, kommst du hinterher? Nee, nee, ich lass Platz, damit ich fahren kann. Ach so. Ich wollte nicht in der Ziel, auf der Start- und Ziel dich reinrennen oder so. Wir müssen Abstand hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust habe, meine Zeit zu schlagen, das ist mir nicht egal. Ich wollte aber an die Zeit vom BMW schon rankommen, also muss ich es um 0,3 unterbieten, aber das ist nicht so schlimm, wenn nicht. Ich bin ja nah dran. Ich an meine BMW-Zeit komme. Ja, bin ich schon ziemlich gut gefahren für meine Verhältnisse. Schon beim Bremsen verlieren. Ja, aber er hat es verliert, ne? Genau. Ich bin mit einem komplett zerstörten Auto gefahren und komme jetzt nicht mehr an die Zeit ran. Ja, weil da war es ja egal dann. Da hast du einfach gesagt, YOLO, weil es eh schon kaputt ist. Mir ist auch gerade egal. Ich habe in der Zeit wieder 5000 oder so verloren. Deswegen müssen wir mal da neu starten. Es müsste auch fürs Fahren einfach so Geld geben, weißt du, wenn du viel fährst. Weil ich kann jetzt zum Beispiel 100 Runden fahren und würde nie wieder meine eigene Zeit schlagen. Das schaffe ich halt nicht. Ich bin 50 Runden mit dem BMW gefahren, ich könnte meine eigene Zeit nie wieder schlagen. Deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, anders Auto probieren. Das ist halt einfach nicht darauf ausgelegt, dass es so MMORPG-mäßig. Das ist ja mehr so auf Rennen fahren und Qualifikation und Rennen beenden und nicht 16 Stunden Practice oder so. Ja. Aber ich gibt's das. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch pro Kilometer Geld gibt. Also bei dem habe ich es keine Option gefunden. Alles, was mit Money zu tun hat, war immer nur mit irgendwelchen Sachen, okay. Also nicht mit Zeit. Sollen wir kurz neu starten, damit du nicht pleite gehst? Boah, ich mach kurz. Kannst du auch zurücksetzen? Mach ich kurz Pause. Wie viel hast du denn überhaupt noch, Jens? Weiß nicht, 7000 oder so. Ui. Wenn man jetzt auf ein neues Auto umsteigt, kriegt man wieder Personal Best, oder? Ich weiß nicht, ob die Personal Best auf Fahrzeug und Strecke oder nur Strecke. Das wäre ja doof. Dann fährst du einmal mit einem Formel 1 Wagen ja. Strecke und bist nie wieder. Ach so. Eine Personal Best. Ach so, ich dachte jetzt nicht an das. Ich dachte, dass ich halt mit dem einen Auto eine gute fahre, mit dem anderen Auto eine gute fahre, ein bisschen Geld grinde. Mit drei Autos. Ja, genau. Das so wäre halt geil. Schön, wenn es geht. Ich habe jetzt $61 gezahlt fürs Zurückbauen. Ich dachte maximal 55. Da muss ich nochmal kurz drüber schauen. Das ist ja frech.
Was jetzt? Ach so, ich habe meine Maus verloren, da ist sie. Also Minimum Money ist null. So machen wir das so. Okay. Save, okay, habe ich. Jetzt einfach restarte, geht das? Ja, hab ich so wegen Delay hier gerade. Oder wegen Restart, okay. Gut, theoretisch müssten jetzt neue Sachen drin sein, mal gucken. Ich nehme jetzt mal den neuen M8 GTE, mal gucken. Vielleicht ist die Session ja auch, wenn man sie neu startet, einfach vom Server her neue Session, weißt du? Gibt neu wieder Geld. Auch sein, ja. Aber ich weiß es nicht. Aber es ist ja Es genau gab die gleiche Session. All-Time Best und Best. Best. Personal Best. You are level 0 in the lap time. Next time to beat is 2:19. Reward 1000. Das ist doch pro Auto. Schätze ich. Außer es ist jetzt, weil ich den Server eingestellt habe. Das können wir gleich testen. Das weiß ich jetzt nicht. Nie gefahren mit dem. Gott, okay, der klingt ganz anders. Ein neues Auto. Gott, ich sehe nichts. Das kann man auch umstellen, glaube ich, dass man da diesen Schmutz da wegmacht, hat der Cord gesagt. Weißt du nicht wie? Was? Auf der Windschutzscheibe. Der Dreck da. Ach so. Ja. Der ist manchmal ich echt finde viel. Cool. Ich mag das. Ich weiß, ich auch, aber es ist manchmal doch wirklich viel, manchmal.
Ich habe es heute in irgendeiner Einstellung gesehen. Ich weiß nicht wo. Das müsste sich halt ändern, je mehr du fährst oder so, aber das ist irgendwie immer gleich, oder? Ach, wie geil, die kühle Luft kommt rein. Ich will auch. Ui, frisch. Das ist ja komplett Force Feedback ändern, Alter. So, jetzt probiere ich nochmal eine Zeit mit Ferrari. Wow, was war das? Steige ich, glaube ich, wieder auf den BMW. WinCSP Windscreen FX Remove that completely. Okay. Ja. Okay. Also ich schaue jetzt mal. Noch ist es hier okay. Alter, was ist das für ein Sound, wenn ich zu stark und schnell unterschalte oder was? Rut. Da steht sogar da am Anfang, James, welche Zeit du schlagen musst, um Geld zu verdienen. Ich muss mindestens noch eine 2,19 machen mit dem jetzt, um das Geld zu verdienen. Oha, dann kriege ich 46.000. Wie, oha? Hä? Wie 46.000? 46. Kriegst du doch gar nicht. 1.000? Nee. Wo steht denn 46.000? Da steht Beat die Zeit 39 und dann Reward 46.000. 1.000 muss da stehen. Safe? Ja, das ist ich glaube, du gibst da eine 1 an, wenn es 1.000 sein soll, ne? Beispiel. 0,15 war irgendwas. Weiß nicht genau. Meinst du, das skaliert hoch, wenn man eine schlechte Zeit vorher gefahren ist, oder was? Ja, und ich habe ja auch kaum noch Geld. Vielleicht gleicht er das wieder so ein. Aber du kannst keine 46.000 kriegen. Hä? Da weiß ich nicht. Ich kann ja nur vorlesen, was da steht. Bei mir stand, wenn ich die Zeit 2,15 schlage, kriege ich 1.000. Welche Zeit steht bei dir da? 39,254. Okay. Ah, dann. Hier mal. Müsst ihr ja schaffen. Jeden habe ich es nicht geschafft, mehrmals. Warum auch immer. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl mit dem Auto, aber. Okay, du wolltest mir sagen, wenn ich 1 stelle, dann kriege ich 1.000, ja? Mhm. Techni? Ja. Und zurück auf dich, sorry, hatte ich unterbrochen. Mhm, hab ich gesehen da. Steht eine Beschreibung darunter. Hab ich gesehen, genau. Bei 1.000, bei 1 ist 1.000, es war irgendwie 0,15 oder so und ich habe halt 0,3 oder sowas gemacht. Was einfach das Doppelte ist, weißt du? Oder ich habe 1 auf 1.000 gesetzt, wie auch immer, je nach Ding halt. Hab ich gesehen, genau. Ich habe jede einzelne Beschreibung gelesen. Habe ich ja sogar teilweise vorgelesen. Und man müsste, so wie ich es jetzt gelesen habe da, davor war die Personal Bestzeit, hat man bekommen, das war nicht 250 oder 300, jetzt müsste es einfach nur 1.000 sein, wenn man seine eigene Zeit schlägt. Und das ist ja okay. Schlägt man sie am Anfang immer wieder und dann kann man da ein paar Mal gegen die Wand donnern. Da verliert man halt auch maximal 1.000. Ja. Und das Zurückporten ist halt ein bisschen günstiger noch. Die Hälfte oder so. Weiß auch nicht, ob man hier unbedingt so auf Existenzangst leben muss. So. Ja, soll man ja nicht. Ein bisschen Anreiz ist halt in Ordnung und wenn man ein bisschen Geld sparen kann und sagen kann nachher, ich habe das meiste Geld, ist ja auch witzig. Das ist ja nur so Spaßding. Wir können es im Endeffekt auch ganz ausmachen. Das ist einfach nur so jetzt mal überhaupt mal Ding so haben. Mal schauen. Das ist einfach. Weil ich fand es halt witzig, für Sachen, die man macht, halt kriegt man halt irgendwas. Warum nicht?
genau. Schau mal, jetzt will ich irgendwas kriegen. Ich habe die erste Zeit gesetzt mit dem hier. Ja, ich bin wieder raus. Ich kann keine Zeit setzen. Kommt mit der Ferrari nicht so gut klar. Was habe ich jetzt bekommen hier? Ach, das kommt aufs Level drauf an, was man kriegt auch. Das ist Testtechnik. Kann sein, ja. Earned 46.000 vor Level 40 oder sowas. Ach so, vor Level 46. Ach du, ach so, das hat das. Okay. Ah. Du, wenn du levelst, kriegst du auch Geld. Deswegen. Das kann sein, Jens. Dass sich da, dass es einen Level-Multiplikator gibt. Nachtikord. 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 Boah. Wie ist das mit dem Schalten hier, Alter? Dröt, dröt. Ich runterschalte es. Ist das Motorbremse oder was hier? Es ist witzig, die Pfeile auf der Karte von zu sehen. Das ist immer geil, ja. Mann, mit dem BMW durfte ich immer über den Körper fahren. Vor allem, wenn der Pfeil sich dreht. Pass auf, jetzt. Wow, 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 nein! Ach, das war so klar. Ja, ich weiß ja nicht, dass du da bist. Das weiß ich ja nicht. Ich hab's auf deinem Web gesehen. Wieso sagst du nichts, dass er da steht? Ich sehe das ja nicht. Du kannst doch an der Zeit sehen, oben, dass ich in der Nähe bin. Ist auch eine gelbe Flagge ist auch da. Ja, und auf der Minimap stehe ich da auch mitten auf der Straße und versuche zu wenden. Ich habe keine Mini mehr. Ich hätte nur ist manchmal praktisch. Ich hätte es nur in der Zeit sehen können, aber ich wollte gerade versuchen, meine Zeit zu schlagen wegen dem Testen des Geldes da. Also ich habe auf jeden Fall 46.000 bekommen. Jetzt habe ich 77.000. Okay, und 8 Euro jetzt zurücksetzen, finde ich nicht mehr ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Jo, aber abgesehen davon, wie viel Geld du jetzt kriegst, ist es halt heftig. Naja, ich habe ja fast kein Geld mehr. Nimm dir ein neues Auto, setz eine Zeit, kriegst du 46.000 oder 47.000, je nach Level anscheinend. Ich stand nicht da mit Level. Egal, mit den 46 sollte ich ein bisschen auskommen. Ja, Gex, du kannst ja auch jetzt mal zurücksetzen, ne? Das war am Anfang nicht klar. Naja. Nee, aber er steigt ja. Kosten hab ich ja, weil er immer mir reinfährt. Nee, die hab ich ja dann. Bist du jetzt. Ich hab die auch. Bist du jetzt umgestiegen auf den neuen BMW oder was? Nee. Aber ich hab die Kosten auch, wenn mein Auto kaputt geht. Was ziemlich unfair eigentlich ist. Naja, du bist ja dann in die Strecke reingefahren, ne? Hättest du ja auch Plätze haben können ins Bett. Nee, ich bin nicht in die Strecke reingefahren, sondern ich bin gedreht auf der Strecke und dann wollte ich wieder mich korrigieren. Also und dann ist er mich reingecrasht. Du standst ja quer. Ich wollte rechts an dir vorbei fahren, bist du gerade ausgefahren. Ja, weil ich da auf den Curb ausgerutscht bin, was ich sonst immer machen durfte, da drauf fahren. So, ja, komm. Stehst du quer, zahlst du mehr. So. Der war nicht mal schlecht, aber auch irgendwie gemein. Ja. Oh. Bitte was? Jetzt auch was? Auch. Ja, dann gute Nacht. Ja, es ist heute beim WLAN hier irgendwie nicht so dolle. Ich sag, ich geh ins Bett. Achso, mach das. Morgen. Schlaf schön. Bis später, angenehme Träume. Danke. Spaß drauf, ciao, ciao. Tschüss. Hier Motorbremse nutzen mit dem BMW, mach's öd.
werde ich es halt doch hinkriegen, eine einigermaßen gute Zeit zu fahren. Das ist hier die Frage. Schon, ob ich das hinkriege mit dem? Was ich dann krieg? 49.000 habe ich jetzt bekommen. Ja. Das ist ein bisschen krass. Das ist nicht krass, das ist cool. Muss ja auch lohnen. Naja, aber ich kann ja am Anfang. Ich kann ja am Anfang ganz langsam fahren und immer so ein bisschen schneller, weißt du, dass man immer die eigene Zeit schlägt. Kann man ja ein bisschen. Aber wir wollen doch reich werden und nicht durch Autofahren arm werden. Wir müssen doch bezahlt werden. Es gibt doch keinen Stundenlohn. Das. Eigentlich müsstest du jeden Tag 50.000 auf dem Konto kriegen, dann ist auch in Ordnung. Ja, okay, das ist ein bisschen krass jetzt. Also für die beste Runde. Du kannst einfach ein neues Auto einsteigen, eine beste Runde fahren und hast es geschafft, das ist der ganze. Jens. Ist doch schön. Dann können wir Geld sammeln. Ja, aber ist, nicht, reich grinden. Ist das nicht zu viel jetzt, übertrieben? 50.000 für eine Runde? Weiß ich nicht. Tun wir doch einfach so, als wären wir Schumacher und Vettel wären und kriegen wahrscheinlich für jede Kurve 50.000. Ich habe das ja erhöht, aber eigentlich nur verdoppelt ist das Ganze. Aber das Level-System ist anscheinend noch anders. Nein. Stehe übrigens an derselben Stelle wieder da. Gerade da komme ich jetzt, um meine Zeit zu schlagen. 0,21 vor meiner Zeit. Ah ja, okay. Aber jetzt stehe ich da nicht mehr. Egal, bin weg. Oh, wieso gleich vom Server? Ja, weil ich das umstellen muss. Das ist ja Blödsinn. Das ist zu viel. Oder wir müssen die Strafen wieder höher machen. Wunderbar, das nachlesen. Also, Laptime Challenge Base Price. Laptime Challenge Base Price 1000. Hier, das ist mit dem Level. Das ist mit dem Level. Erhöht sich das. Also, Level 1 würde $10 verdienen. Bei 0,01. Und Level 2 würde 20 verdienen. So, je höher du im Level bist, desto mehr kriegst du. Ich hatte einfach es so gesetzt, dass man dann 1000 kriegt. So pro Runde. Aber das Level ist ja noch da. Tja, haben das Level noch skaliert? Das ist ja noch. Das ist das einzige, wo Level steht, bei der Personal Bestzeit. Okay, das ist das einzige, wo Level steht. Außer hier noch. Das ist ja wild. So, ich habe das mal reduziert. Achso, du fährst ja noch, gell? So. Was musst du schlagen? 1:39.843, gell? Deine eigene Zeit, glaube ich. Ja. Ich komme leider nicht so gut mit dem zurecht. Das haut mich immer bei den Curbs raus und so. Ja, der ist empfindlich, was es angeht. Ist auch ein bisschen tiefer, glaube ich. Ja, das wie so ein Go-Kart. Du hast mit dem keinen Grip auf dem Curbs, nee. Schwierig. Bin schon wieder seit 5 Stunden hier dabei mit dem Racing.
Nur kurz im Server. Ich hab doch immer gesagt, ich mache jetzt Pause immer wieder zu, aber da jetzt gestern nicht gefahren bin hier. Das war am Server selbst. Ich muss mal kurz hier. Ich würde dann einfach die Sachen nochmal resetten dann. Ich muss aber mich im Server einloggen, warte. Ich setze mal noch Wireless alles. So. Sag mal Da macht was. Spaß, der Wagen. Da kann man alles sagen, was man will, aber Spaß macht Ja, er. der ist gut, ja. Ich mach den auch. Ich versuche mich mal kurz im Server einzuloggen. Jo. Damit wir. Ich setze dann unser Geld zurück. Ich setze dann unser Geld zurück. Na, schauen wir, ob ich das nochmal hinkriege hier. So, in die Konsole. Login. Habe ich. Da muss ich mir erstmal die Kiste, die habe ich hier alle da. Du hast noch 8815. Oh je. Ich habe jetzt 123.000. Ich setze uns einfach wieder zurück auf 30k, auf Standard. Ich Okay. habe halt zu viel und du hast zu wenig jetzt. Die anderen lasse ich erstmal so hier: 35.000, 32.000. Du bist 114,5 Kilometer schon gefahren heute. Technik 204,8. Echt? Hast du gar nicht so viel gefahren, Mann, denn? Oder mit gestern? Drüben. Und ich 186. Naja. Okay. Das muss ich halt machen, wenn du dann fertig bist. Ich setze jetzt zumindest mich schon mal zurück. Driver Reset Money. Driver unterstrich Reset Money. Zack. Und die Steam-ID. Hab ich. So. Enter. Okay, Gangsterfall ist zurückgesetzt. So. Das ist der Gödi. Soll ich die Maustaste kopieren? So. Driver Reset Money. Zack. Okay. Na gut, wenn du dann fertig da bist, würde ich zurücksetzen. Ne? Kannst du noch ein bisschen fahren? Dann würde ich es zurücksetzen und restarten. Ja, Sekunde. Ja, entspann dich, bevor ich erstmal kurz eine Sekunde das nicht mache. Ich habe irgendwie noch Hunger.
Deswegen ist es nachts krass mit dem Jucken im Hals. Es ist so trocken. Es ist einfach trocken. Tagsüber geht's einigermaßen, aber nachts ist es einfach trocken. Keine Ahnung. Jo, also wenn du willst, kannst du zurücksetzen. Ah ja, okay. Jetzt bin ich gerade wieder weg. Ja, warte. Ich wieder hin. Ja, hat Zeit. Mach Gibt kurz eine nicht. Minütchen Pause. Gibt keine Zeit. Zack! Ist zurückgesetzt. Okay. Und ein Okay. Restart ist auch gleich. Restart jetzt. Was bei dir machst du Ready. jetzt was zu essen oder wie? Nee. Nee, ich fahre einfach weiter. Ist wichtig. Ich bin gestern nicht gefahren. Ich kann mich nicht mit solchen banalen Sachen wie Essen beschäftigen. Muss Okay. schiffen werde ich gehen, das werde ich mir noch gönnen und was trinken. Aber Essen? Nee. Nee. Jens, was ist das für eine scheiß Frage? Ich muss fahren. Okay. Was mit dir? Muss ich überlegen, ob ich eine Tablette nehmen muss. Ja, jetzt dann, oder? Verdammt. Oh. Dann fühle ich mich ja noch. Ne, ist nicht. Ach, erst 23 Uhr erst. Okay. 2 Uhr dann erst. Okay. Ich dachte, es ist schon 2 Uhr oder so. Ja, Kannst du Jens, deinen ist ja noch. Kopfhörer mal ausprobieren? Ist ja noch Zeit. Ja, das kann ich machen. Ist ja noch Zeit? Ich dachte schon. Mach mal kurz Klopause. Mache ich auch gleich, ja. Fight to Moonlight. You can try to resist, try to hide from our kiss. Can't fight the Moonlight. So. Irgendwie alles nach Holz, ich weiß nicht. Erstmal schiffen, Alter. So ist das.
Trinken jemand. So, okay. So, Chat, ist noch jemand da eigentlich von euch? Ist von euch noch jemand am Start hier, der mitfiebert, wer Geld verdient oder nicht? So. Achso, Kopfhörer soll ich probieren, okay. Nochmal aufstehen. Fuck, ich hab komplett hingehauen. Wie ich solche Plastikverpackungen nicht so Fan bin von. Kann man sich so schön schneiden. Oder man kann es einfach blöd aufschneiden. Ne, ich krieg die nicht auf. Ist halt nicht so geil verpackt, dass man sie aufmachen kann. Also jetzt brutal aufschneiden. Ja, steht sogar da, man muss es mit der Schere aufschneiden. Da läuft komplett den ganzen Plastikrahmen oder was ringsherum. Ach, jetzt kriege ich hier so eine Tasche. Wie bei, ja, bei Bayer. Plastikverpackung hier. Komplett zerstören muss zum Aufmachen. Frech. So. Ich dachte, das Spiel ist so. Nee. Okay. Ich dachte, jetzt kriege ich so eine schöne Verpackung von wie bei Dubai Dynamic. Aber ich kriege so eine normale Plastik, die man ringsherum aufschneiden muss. Sehr unangenehm ist zu öffnen. Listener Verpackung oder sowas, ne? Ja. Ist ja nicht die. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Sparten. Es gibt die Profi und die Dings. Da sparen sie vermutlich halt am Dings, ne? Ja. Ist jetzt schon Katastrophe. Schon kommen irgendwelche Dinger dagegen entgegen. Mal aufmachen. So, okay, jetzt muss ich nochmal auspacken. Okay, Plastik ist weg, ist nochmal eingepackt. Ne? Ach so, nee. Hab ich vergessen. Na, ich vergesse. Mach mal an da. Kann ich ja gar nicht, jetzt bin in der Küche. Ach so. Egal, ich zeig dir einfach in die Kamera, wenn sie draußen mal rauskriegen, ist es ja nochmal verpackt hier. Jojo, du hast gar keine Kamera an heute, ne? Doch, ich habe sie nur gerade ausgemacht, als ich aufgestanden bin. Ach so. Bin nur ausgemacht. Mach ich immer, wenn ich hier aufstehe. Okay, dann ist dieses Ding hier so in Plastik drin. Okay. War nicht nur die Plastik gesehen. Ich sehe gerade deine Tab-Liste. Zu wenig, gell? Ja, ich hab letztes Mal wieder ein paar geschlossen. Ja, oder ich kriege immer Panik, wenn ich drei offen habe und denke, ey, hoffentlich ruckelt dann das Spiel nicht. Da geht mehr. Ich hab früher mehr gehabt. Mittlerweile mache ich den Browser fast zu, wenn ich spiele. Aber ich habe drei Browser offen mit 40, 50 Tabs. Wow. Okay. Ja, ich bin halt noch oldschool unterwegs. Ja, mir ist egal. Bis ich immer irgendwas suche, habe ich es einfach offen und fertig, weißt du? Jo. Ich jemand irgendwas zeigen, wenn jemand kommt, zeige ich hier da und da. Ah, hier, mir fallen gerade zwei Korrekturen ein. Wir hatten doch, du hast doch neulich das, vorgestern haben wir doch das eine Monty-Video gesehen, und dann meinte er, dass DDR4 bringt. DDR5. Kannst du dich erinnern? Ich habe jetzt verstanden, dass du gesagt hast, DDR bringt DDR5, was? Also, wir hatten auch vorgestern das Monty-Video gesehen und ich hatte dir kurz vorher gesagt, dass ich Benchmark gesehen habe, wo DDR 4, 5 eigentlich fast, also 0 bringt.
Das habe ich danach das Video gesehen, ja. Mit dem Typen genau, von dem Gamer Nexus. Und meinte, und, ah ja, okay. Und dann meinte er, da meinte Monty, es bringt richtig viel. Ich kannte nur die ersten Benchmarks, unter anderem Single Core und zum anderen CPU-Z. Beim Geekbench, glaube ich, war das oder sowas, bringt es dann wohl doch ein bisschen. Also schon ein gutes Stück was. Aber das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gesehen gehabt vorher. Okay. Oh, der eine Kopfhörer ist länger als der andere. Das heißt, es geht hinten rum, oder was? Das genieße ich gerade so bei den jetzigen, dass sie gleich lang sind. Und das sieht man einfach so von vorne, unten, vorne, Mitte. Okay. Macht man oft aber, so, ja. Aber extrem länger. Ja, ja, klar, genau, dass du den einmal am Hals drückst. Das ist ganz gut, weil dann sitzen die besser. Irgendwas wollte ich noch. Aber meistens reiße ich mit dir raus um den einen. Okay. Gut, gut. Ja. Achso. Irgendwas wollte ich noch. Ich steck mal kurz ein, ich höre dich nicht. Erstmal. Sekunde. Okay. Oder doch, erzähl noch, habe ich nicht angesteckt. Passt schon. Ja. Ja, ich überlege gerade, was das war. Zwei Sachen hast du gesagt, was ist mit dir? Ja. Aber so lang hier, Alter. No joke, so lang von einem zum anderen, das ist doch zu lang, das geht doch gar nicht. Wie ist denn das gedacht, um Hals herum oder was? Bin ja schon fett, aber... Nee, du lädst den einen, machst du ins linke Ohr und den anderen machst du... Ja, hinter dem Hals. Ohr, um Hals und dann an rechten dran. Ja, aber das ist zu lang. Ich verstehe diese Technologie, ich habe das auch immer so gemacht, aber das ist halt... Das ist genauso lang wie unten vom Stecker. Da hängt ja total viel Kabel herum. Wieso ist das so lang? Also das ist nicht normal. Also ich weiß nicht, ich kann es hier in der Kamera gar nicht zeigen, aber das, keine Ahnung, ich kann es hier in der Kamera nicht zeigen. Ich muss die andere Kamera anmachen, aber es ist einen Meter länger als das andere. Also das ist krass, was ich noch nie erlebt. Ich versuche es mal reinzustecken, Moment. Ich höre dich halt in der Zeit nicht. Ja, ich tue links rein, tue das rechte um den Hals und tue rechts rein, ja. Aber dann ist dann so viel Kabel hier. Lol. Was zum Teufel, ich habe nur noch Kabel um mich herum. Ich habe riesen. Und ich jetzt da dann ziehe so ein bisschen, dann geht das rechte raus und das linke geht nicht, bleibt drin. Hä, das ist total dumm. Also, normalerweise höre ich dich zumindest. Normalerweise machst du es so, dass du beide dann auf der Brust runterhängen lässt. Jetzt höre ich dich erst wieder. Normalerweise machst du es so, dass du beide auf der Brust runterhängen lässt und dann haben beide die gleiche Länge eigentlich normalerweise. Ja, geht ja nicht. Es ist ja, es kommt ja von links. Es kann ja nicht bei der Brust hängen, es kommt ja von links. Es kommt von links am linken Ohr. Und? Ich meine jetzt, wenn du beide rausnimmst und dann so über, du hast die ja hinten am Hals hängen und dann hast du die ja quasi bei dir in einem Möpsen so beide hängen und dann haben die ungefähr beide die gleiche Länge, müssen sie ja eigentlich haben. Haben sie ja nicht, nee. Das ist total dumm gemacht so. Ich kenne ja solche Sachen, solche Längen, ich kenne das ja, zack, hinter das Ohr, fertig, aber das ist von der Kabel...